Servus und willkommen zu einem Special. Ja, heute wollen wir uns mal um die Kabel kümmern. Dass man eigentlich sich denken, hast du nicht gesagt, du gehst in deine Testwelt? Und das ist meine Testwelt. Also schaut genauso aus, weil ich mir gerade sozusagen die Karte nochmal neu runtergeladen habe. Wir sind aber im Singleplayer und nicht im Multiplayer. Werden wir dann am Schluss sehen, wenn wir wieder in die andere Welt marschieren. Ich habe jetzt hier mal was aufgebaut. Und zwar einmal LV, einmal MV und einmal HV. Und dann habe ich mir auch noch die Transformer geholt, weil ich die dann auch noch gleich mit erklären will. Ich glaube, es gibt noch diese Diodenblöcke. Genau, Cable Diode, 2 Ampere LV, 2 in, 2 out. Wir können uns den nochmal anschauen. Wir geben nochmal einen schnell Cable. Stern LV. Genau. Also, das heißt. Also ich habe jetzt leider noch keinen Block gesehen. Das wäre noch einen, den ich lieben würde. Wo ich jetzt sozusagen. Also, das heißt. An zwei Seiten geht da was rein. Ja. Kabeldioden. Sometimes you need just a diode as a burning up cables when splitting. Of a mainline or a thermoservice junk borders, make one 4 Ampere Diode and get 2 Ampere one for free. Ja. Also, das heißt, okay, es gibt da unterschiedliche. Sieht man mal, wo dass man da drauf aufpasst. Also, es gibt einen ULV 2 Ampere, es gibt einen 4 Ampere, es gibt einen 8 Ampere, es gibt einen 12 Ampere und einen 16 Ampere. Voltage ist 8, aber nicht jetzt verwirren. Wir fangen jetzt ganz von vorne an. Und zwar, es gibt, wie man jetzt gerade sieht, wir haben ja mehrere Tierstufen von der Elektrik. Ich will jetzt erst einmal nur die ersten drei nehmen, also LV, MV, HV. ULV ist sozusagen noch die allererste. Die gibt es auch noch. Die haben wir aber auch schon ja besprochen. Da steht ja sogar hier das Maschinchen. Das heißt, also man transformiert halt runter. Gibt's halt einen. Okay. Also das ist ein Pferd. Also es gibt auf jeden Fall halt verschiedene Varianten. Also das heißt, ich habe jetzt hier meinen Low Voltage Battery Buffer mit LV. Das ist das Kabel, was ich auch die ganze Zeit immer sage. Das ist ein Kabel, das transportiert 8. Entschuldigung. Das ist fast das richtige Kabel. Wir brauchen das hier. Und das ist das ULV-Kabel. Also, das heißt jetzt, wenn ich jetzt das hier anschließe und hier was anschließe und das durchlaufen lasse, und das hat 32 EU, das machen wir jetzt mal einfach aus Spaß. Ja, und schließt es jetzt auch so an. Ups. Pack jetzt hier eine leere Batterie rein. Und packe jetzt hier eine volle Batterie rein. Und dann seht ihr sofort, dass das Kabel wegbrennt. Also das heißt, wenn da ein Kabel dranhängt, das zu niedrige Spannung hat, dann brennt das weg. Kann gefährlich werden, muss nicht. Aber also Brände
Kein Problem. Geht das Feuer schnell aus? Auch kein Problem. Brennt es weiter? Dann hat man eine Chance, dass dieser Block auch in die Luft fliegt. Und der macht Krater. Kabel brennt nur. Die mögen kein Feuer, kein Wasser. Also man kann die auch ins Wasser tauchen. Kein Problem. Solange die keinen Strom transportieren und kein Strom drin ist, kann man die auch ins Aquarium stellen. Kein Thema. Nur sobald die Elektrik an ist, wird's lustig. Und wird vielleicht die Explosion nicht so groß, wenn man das in einem Wasserbecken macht, weil Wasser ist ein bisschen dämpfend. So, genau. Also das ist das ULV-Kabel. Das ist Red Alloy. Das ist das Zeug mit Redstone und Kupfer. Und Redstone Alloy, das ist sozusagen jetzt das, was wir beim letzten Mal hier drin gemacht haben. Das ist Redstone Alloy. So, Redstone Alloy hat einen mega Vorteil zum normalen Zinnkabel. 6, 7, 8. Machen wir jetzt extra mal etwas länger. Das heißt, du gehst jetzt weg und wir sind jetzt hier bei 9. So, dasselbe Spiel machen wir jetzt auch hier. Wir gehen mit dir dahin. Du gehst wieder weg. Und wir gehen mit dir dahin. Und du gehst wieder weg. Dasselbe Spiel machen wir auch mit einem Electrical Steel Cable. Wäre da auch. Also das ist jetzt für mich, also ich habe jetzt mir wirklich die besten Kabel rausgezogen, was ich so empfinde, was für mich das beste Kabel ist. Und das Blue Alloy ist sozusagen das beste HV-Kabel. Jawohl. So, also, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier meinen Block. Ich schmeiß dich mal schnell raus und ich lege jetzt hier eine neue Batterie rein. So, das machen wir auch gleich hier zweimal, weil jetzt muss der nämlich erstmal den da ein bisschen füttern. Und ich glaube den Hintern auch. So, schön brav wieder raus. Immer schön kopieren. So, auch hier. Alles kein Problem. Also, wie ihr seht, ne, wir haben hier 100.000 drin, wir haben hier 400.000 drin, wir haben hier 1,6 Millionen drin. Wir legen jetzt die sozusagen jetzt dann hier die leeren Batterien rein. Und lassen das mal rüber transportieren. Dauert eine Zeit, da kann man irgendwas erklären. Also, dieser Block, ne, hat ja einen Ausgang. Ist ja eine Battery Buffer. Gibt es auch in, habt ihr ja, glaube ich, gesehen, in 4, in 9 und in 16. Battery Buffer. Dann LV. Also, wir haben einen Slot, 4 Slots, 9 Slots, 16 Slots. Wenn man den hier aufstellt, dann geht hier sozusagen jetzt der Transport von 32 EU oder 32 Paketen hier rüber. Und dieses Kabel, egal welches das man jetzt nimmt, außer das hier, hat Verluste. Cable, dann LV. So, und zwar, es gibt einmal das Kobaltkabel. Das hat eine Max Ampere von 2. Da kommen wir gleich noch dazu. Und einen Loss per Meter per Ampere. Das ist wichtig. Dann haben wir Lead, das hat auch dasselbe. Auch 2,2.
Zinkkabel hat 1,1. Zinkkabel hat 1,1. Soldering Alloy hat auch 1,1. Und Redstone Alloy hat 1 und 0. So, was heißt das jetzt? Also, das heißt, ich habe jetzt, ich nehme jetzt das ganz normale Zinnkabel, gedanklich. Und das hat jetzt 1 Ampere und 1 EU. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Gerät, das 1 Ampere, weil eine Batterie drin ist, 1 Ampere wegschickt. Ich habe da hinten jetzt ein Gerät, das 1 Ampere aufnimmt. Ja? Also sozusagen, hier kommt 1 Ampere an. Und jetzt, wenn ich mein Zinnkabel nehme, dann habe ich jetzt hier 1 EU Verlust. Bin ja einen Meter weg. Also wenn jetzt hier meine Box steht. Selbe auch hier, selbe hier. Das heißt, man sollte überlegen, wie lang das, in welcher Tierstufe ich das Kabel machen will. Das heißt, ich kann dieses Kabel 32 Blöcke lang machen. Und dann kommt drüben. Also das heißt, da hinten steht dann einfach nichts mehr ankommen. Weil ich pro Block einen Meter Verlust habe. Das heißt, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ich glaube, der hat auch einen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich sage mal, das ist 0 und dann geht es halt los. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt hier 32 Blöcke in die Richtung latschen lädt, ist dann, wenn ich da einen Battery Buffer hinstellen lädt, mit einem normalen Kabel Feierabend. Das heißt, auf Block Nummer 33 kommt einfach nichts an, aber er schickt weg. Es kann sein, dass vielleicht alles ankommt, aber minimal. Können wir vielleicht sogar dann später mal probieren. Genau. So, das heißt jetzt, wenn ich jetzt einen Battery Buffer, einen Vierfachen hier hinstellen würde und baue dasselbe auf, dann brauche ich hier, das heißt, ich stelle hier auch 4 Batterien rein und baue hier ein Kabel rein und mache da drüben 4 Stück rein. Ach. Nein. Das heißt, Battery, Low Voltage, 4 Stück. Machen wir 2. Machen wir doch mal schnell den Spaß. Also, es wird gleich lustig. Und hier nehmen wir jetzt auch das Redstone Alloy. Wie gesagt, habt keinen Muffensausen davor, wenn ihr was anschließt. Solange da kein Strom durchläuft, passiert nichts. Das heißt, ich kann jetzt hier auch die Batterie reinmachen. So, also, ich parke jetzt hier meine 4 Batterien. Wenn ich jetzt hier eine leere Batterie reinmache, zack, ist das Kabel weg. Warum? Ganz einfach. Hier sind jetzt 4 Batterien drin. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, okay, ich packe jetzt hier eine Batterie hin. Geht auch ohne Sneaken. Außer hier. Also wenn ich jetzt hier eine Batterie reinpacke, kann ich hier 4 reinpacken. Das ist egal. Hier ist es egal. Das heißt, diese eine Batterie schickt jetzt ein Ampere durch die Leitung
und befüllt hier hinten 4. Schließe ich jetzt hier wieder ein Kabel an mit und lasse den da hinten, dann verschwindet wieder das Kabel. Warum? Ganz einfach, weil hier nur ein Ampere-Kabel dranhängt. Das heißt, wenn man das möchte, dass hier 4 Batterien in die Richtung 4 Batterien gleichzeitig aufladen, Vierfachkabel nehmen. Außer man baut dasselbe System nochmal auf. Mache ich jetzt nochmal. Ups, schnell hier. Mit MV. Denn da haben wir ein anderes Kabel. Ach, verdammt, falsch. Braucht doch den da. Braucht doch den 4-Slot. Ich will jetzt das andere nicht abbauen. Warum? Machen wir es hier. So. Also, das heißt, jetzt habe ich hier mein Electrical-Kabel. Das ziehen wir jetzt auch hier rüber. So, und jetzt packe ich aber hier nicht eine rein. Wir lassen die schnell mal laden. Danke. Sondern 2. Und auf die Seite packe ich jetzt 2 Batterien. Normalerweise würde es ja heißen, dass die nicht leer werden und die nicht voll werden, weil Kabel normalerweise ja wegbrennt. Genau. Und deswegen haben wir jetzt hier drin stehen, und darum finde ich das auch das bessere Kabel. Er hat eine Max-Ampere von 2. Das heißt, hier kann ich jetzt 2 Ampere durchschicken, ohne dass ich da große Probleme kriege. Wie gesagt, aber hier habe ich jetzt keinen wie hier unten. Hier habe ich jetzt 21.000, weil der hat jetzt 90.000. Weil dieser Block erzeugt Verlust, dieser Block erzeugt Verlust, beziehungsweise hat auch einen eingebauten Energiepuffer, mit dem er ja arbeitet, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Wenn nicht, Debug. Ups, der falsche. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, na, dann steht halt hier dort, dass da halt nichts ist. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich genauso viel. Okay. Das ist, sehr hervorragend. Schauen wir uns nochmal schnell Portable Scanner an. Nein, das sieht man leider nicht. Also man sieht es halt hier. Doch, man sieht jetzt, ist dort Items. 91.459. Es ist kein Input da, es ist kein Output da, Put da. Es ist, ja, Pollution und so weiter, das ist egal. Also es geht eigentlich mehr um diesen Block. Ne? Hier, genau, Progress 1341, geladen 2048, Max in, Max out. Also 2 Ampere, 1 Ampere. Ich glaube, das müsste aber auch mit mehr gehen, aber ich bin mir nicht sicher. Dann könnte es vielleicht sein, dass man dann die Dioden braucht. Ja, dass man halt dann hingeht und sagt, man teilt es auf. So,
Genau, also man muss halt jetzt zwei Sachen beachten. Von hier bis hier habe ich Verlust pro Ampere. Ist jetzt bei dem Kabel am besten auch zu zeigen. Wir haben jetzt hier 800.000 EU rein und wir haben 50.000 EU verloren. Also das heißt, es liegt daran, dass ich jetzt hier einen Lost von, ich muss mal gucken, dass ich keinen Schnee erzähle. Genau, ich habe jetzt einen Lost von einen EU pro Meter pro Ampere. Das heißt, ich verliere hier, wenn ich mit zwei Batterien durchgehe, 2 EU. Gehe ich mit vier durch, verliere ich 4 EU. Ja? Also ganz wichtig, ich schicke vier Signale rüber. Wie man es immer so schön sagt, vier Pakete gehen da drüber. Dann ist da eine kleine Mautstelle und jede Mautstelle sozusagen nimmt dir ein bisschen von deiner Knete weg. Ja, und dann kommt da hinten halt ein Geldtransporter an, der wo halt nicht mehr so viel Kohle hat da drin. Das ist das, was man halt sozusagen im Kopf haben muss. Und dieses Kabel hat halt den Vorteil, ich glaube, es gibt noch andere. Ich glaube, Max Ampere habe ich, glaube ich, mal 4 gesehen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Es gibt dann noch ein besseres Kabel, das dann keine Verluste mehr hat. Aber so weit war ich noch nie. Also das Superconductor oder Supraleiter oder wie auch immer. Na, also der hat dann keine Verlust mehr auf Meter. Das heißt, da kann man richtig Strecke machen. Ich glaube, wenn man so weit ist, kann man auch einen Strom anders transportieren. Oh, also nochmal. Ne? Was auch wichtig ist, dieser Block 32 EU. Dieser Block mal 4. Also 128, also der 32, der 128, der 512. Ja, immer mal 4. Also auch ganz einfach dann. Da habe ich auch die Babys noch da. Ich habe jetzt hier einen Low Voltage Transformer. Und da sieht man eine große, dicke Seite. Und lauter kleine sein. Also auf jeden Fall bei mir im Texture Pack. Kleine Seite heißt, da kommt rein kleiner Strom. LV. Das heißt, ich kann von jeder Seite, hat man gesehen, von jeder Seite LV reinmachen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hab, der wo mir was bringt, dann kann ich da hinkommen, dann kommst du von da, dann kommt noch einer von oben und einer von da. Dann kommen hier 4 mal 4 Ampere an. Oder gehen 4 Ampere raus. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Momentan ist es so eingestellt, dass 4 Ampere rausgehen. Das heißt, ich komme hier mit LV an und der splittet mir das in 4 Pakete auf. Könnte aber auch sein, dass das sogar vierfach rauskommt. Da lege ich nicht die Hand ins Feuer. Kann sein, müssen wir mal rausfinden. Na, aber wie gesagt, man kommt momentan, ne, sieht man auch schön brav hier auf der Seite. Ne? Also hier ist der Input mit MV 1 Ampere und hier ist der Output LV mit 4 Ampere. Okay, das heißt, ich könnte jetzt hier sogar ein 4-Ampere-Kabel dran schließen und dann ladet der da hinten auch 4 Batterien auf. Gut zu wissen. So, wenn ich jetzt einen Soft-Mallet nehme, kann ich den Block damit umstellen. Und jetzt mache ich aus einem Low-Voltage-Transformer MV zu LV, LV zu MV. Also das Prinzip, was wir sozusagen hier hinten gemacht haben. Also ich gehe jetzt mit drei Stück rein und transferiere das in MV hoch.
Das ist jetzt das, was wir hier auch gemacht haben. Und das Schöne ist halt bei GTNH, es steht da. Output, MV, Input, LV. So, warum stehen hier jetzt aber drei? Und ganz einfach, weil es davon drei Varianten gibt. Und das ist die Variante 1 rein, 1 raus. Oder beziehungsweise 4 rein, 1 raus. Dann haben wir hier eine andere Version, und zwar 4 rein, 16 raus. Das heißt also, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich, ich komme jetzt mit einem Vierfachkabel an und möchte das aufteilen auf 16 Maschinen oder auf 2 Maschinen. Ja, weil jetzt hier noch 8 Maschinen stehen und hier 8 Maschinen stehen. Dann geht man halt hin und baut hier einen Battery Buffer. Das geht nämlich auch. Mit 8 Batterien dran. Und hier einen Battery Buffer mit 8 Batterien dran. LV natürlich, nicht MV, weil sonst passiert gar nichts. Oder macht bumm. Nee, ich glaube, es passiert einfach gar nichts. Ja? Oder ne, man kann auch mit 16 Kabel, ist egal. Also das heißt, hier kommen dann hier erzeugen 4 Batterien, dann 16 Batterien. Und das Ding haben wir in noch extremer. Das ist dann der Power Transformer. Und der macht aus 16 Ampere 64 Ampere. Das heißt, da kann man dann richtig Gas geben. Das heißt, in die Richtung 16, in die Richtung 16, da 16, da 16. Außer man hat jetzt halt ein besseres Kabel, wie zum Beispiel jetzt bei MV ich hätte. Das wäre jetzt ein Electrical Steel Cable. Das heißt, hier komme ich jetzt mit einem Blue Alloy Cable an, das 16 Ampere hat, also ein Achtfach. Ja, weil das sozusagen die HV-Variante von dem hier ist. Also das heißt, ich komme jetzt hier mit einem 8-fachen an, das heißt 16 Ampere gehen rein und dann kann ich jetzt dann hier ein 16er und da ein 16er Kabel von dem nehmen und verteilen in die jeweiligen Räume. Das gibt es halt, wie gesagt, in LV auf MV und von MV auf HV. Geht auch nochmal runter, wie gesagt, aber da glaube ich gibt es nur einen. Wir schauen nach. Trans, dann LV. Ultra Low. Nein, gibt es auch in allen drei Varianten. Sehr schön. Ja? Gott. Das heißt, der geht jetzt runter von 4 auf 8, von 16 auf 32, nein, bis von 16 auf 32, genau, und der Kamerad von 64 auf 32. Ah, darf man nicht vergessen, ne? Man geht mit 8 raus. Genau, das sind jetzt erstmal die Transformer. Also das heißt, wenn genau, deswegen, die sind auch wichtig, denn, das werden wir auch irgendwann bei uns machen, das Problem ist ja, ne, also man kann natürlich Redstone Alloy nehmen und dann hat man halt von der Meterzahl her keinen Verlust mehr. Aber ich transportiere hier halt über die Strecke nur 32 EU. So, wir gehen jetzt nochmal hin. Schmeißen wir dich raus. Kopieren die nochmal. So, und schmeiße jetzt hier ein Kabel rein. Postmeter Verlust ist ja der Wahnsinn. Also jetzt rein. So, und hier die Leere rein.
Und jetzt fängt er halt an, gemütlich da die Energie rüber zu schaufeln. Kein Problem, wenn man natürlich einen Abnehmer hat, der nicht so viel Energie frisst. Wenn man jetzt dann halt aber da halt MV-Maschinen dran hat und die dann halt so, auch damit machen will, herzlichen Glückwunsch. So, das heißt, ich gehe jetzt hier hin, schmeiße jetzt hier meine MV-Batterie rein. Ja, oh, alles klar. Machen wir mal einen kleinen Fail hier. Also, wir schmeißen nochmal eine MV-Batterie rein. Und eine leere, wenn es geht, hier. Ja, und wenn man jetzt hier, sich hier mal den Unterschied anschaut, ne? 0, 1, 2, 3, 4. Es geht schon schnell, aber da brauche ich gar nicht mehr anfangen. Also, da kann ich nicht mal mehr die Zahlen lesen. Und selbe in Blau, kann man sagen. Auch du weg. Du auch weg. Das machen wir jetzt hier. Ja, also da läuft schon die zweite Zahl, also die vordere Zahl, die doch die zweite, genauso schnell wie die Zahl hier. Also da aber die dritte. Ja, weil klar, weil ich bin ja dabei, 1,6 Millionen EU zu machen. Und hat noch einen weiteren Vorteil. Hier bin ich, wie gesagt, außer ich habe Redstone Alloy. Hier habe ich dann das Problem. Nach 32 Metern kommt halt nichts mehr an. Habe ich natürlich, wenn ich jetzt MV benutze, die ja 128 haben. Das heißt, ich kann 128 Blöcke in die Richtung gehen. Macht zwar keinen Sinn, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt einen kleinen Verlust, ich möchte jetzt zum Beispiel 30 Blöcke oder sagen wir mal 40 Blöcke überbrücken, dann nehme ich den hier. Das heißt, der hat zwar seinen Verlust, na, vor allem wenn ich dann auch MV-Produktionen in Städten hinten dran hängen habe, der hat MV-Verlust. Aber hier kommt immer noch genügend an, weil hier kommt gar nichts mehr an. Und bei dem ist es natürlich noch krasser, weil der hat halt 512 Meter, bis halt nichts mehr ankommt. Wie gesagt, dieses Kabel hat einen Vorteil, ich kann mehr dran anschließen, weil ich 2 Ampere habe. Wie gesagt, es gibt noch andere Kabel, die habe ich jetzt nicht so groß beleuchtet. Cable, dann gehen wir mal auf HV. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier eins, das ist das Energetic Alloy. Das hat jetzt 2,2. Das heißt, das ist genauso gut wie das Standardkabel mit 2,1. Aber wie gesagt, wenn man das halt auch noch halbieren kann, dass ich halt nur ein EU-Verlust habe, aber 2 Ampere durchkriege, dann hat man halt dann auch Vorteile. Ja, zum Beispiel hier. Habe ich hier verliere ich 4 EU pro Meter Ampere. Bekomme aber 6 durch. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich brauche ein Kabel, weil ich jetzt da hinten sagen wir mal 6 16V anschließen muss, dann macht es vielleicht natürlich Sinn, dieses Kabel zu nehmen, aber ist nicht gerade billig. Ja, Bedrogium-Kabel ist auch ganz gut. Achso, ist UHV. Interessiert mich nicht. Du bist auch UHV, interessiert mich auch nicht. Und du bist wieder HV. Okay. Ja. Da habe ich halt das mit Silber. Und nein, Silber ist 1 zu 1. Kanthal ist 4,3. Und Gold ist 3,2. Elektrum ist 2,2, also wie ist energetic, billiger. Da habe ich mit Silber habe ich 1,1, das ist also sozusagen das Hauptkabel, was man nimmt, ein HV. Früher habe ich mal Gold genommen,
Würde ich nie mehr machen. Viel zu viel Verlust. Ja. Dann hast du halt hier den Vorteil, mit dem ganz dicken Kabel kannst du 32 U durchschießen. Genau, dann kann dann nochmal wegen was zum Verbrauch. Das heißt, na, macht jetzt auch nochmal Sinn, dass ich hier bin. Das heißt jetzt, ich habe jetzt hier mein Rezept. Hier schreibt er mir hin, er braucht jetzt total 640 EU, 4 EU pro Tick. Und das 8 Sekunden lang. Also das heißt 4 mal 20 mal 8. Nicht pro Sekunde. Wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt da ein LV-Kabel dran habe, das 32 EU kann, dann ist das egal. Das heißt, ich kann von dieser Maschine mit diesem Rezept so viele anschließen, acht, glaube ich. Acht Maschinen kann ich anschließen. Also das heißt, ich kann acht Maschinen, acht Chemical Reactor anschließen an ein Kabel mit einem Ampere, ohne dass mir die Maschine hinten ausgeht, weil nichts ankommt. Weil das da geteilt durch 32. Heißt aber auch, wenn ich dann halt so ein Rezept habe, da brauchst du nicht die Maschine 20 Blöcke wegstellen, weil dann fängt die quieken an, weil sie keinen Strom kriegt. Darum baut ein Battery Buffer dann davor und lässt den Battery Buffer sozusagen in die Maschine reingehen, dann hat man einen minimalen Verlust. So, was ist noch wichtig? Ja, es ist noch wichtig oder noch interessant zu wissen. Jetzt können wir hier die Pferdchen holen, haben wir hier ein Springgehege. Hier ja, ich mach jetzt mal den da. Ich habe jetzt hier meinen Battery Buffer und hier meinen Battery Buffer. Hau hier eine Batterie rein, ist egal. Und hier meine Batterie rein. Auch egal. Das heißt, hier darf ich jetzt kein LV-Kabel dranhängen, weil das ist schneller weg, als ich es hinklick. Ja, weg ist es. Also das heißt, MV-Kabel brauche ich Minimum. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich HV-Kabel hinmache? Erlebt mir die Batterie. Also das heißt für euch, wenn jetzt ihr sagt, naja, ich habe jetzt keine Lust, LV, MV, HV-Kabel hinzumachen. Ich bitte euch nur dran, drum. Passt auf, baut eine MV-Anlage auf. Hängt ein HV-Kabel dazwischen und danach hängt ihr ein HV-Ding hin. Das geht böse aus. Also immer im Klaren sein, was habe ich für ein Kabel? Von MV auf MV kann man es genauso nutzen. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt in der Tierstufe, ich komme jetzt an Blue Alloy schneller ran, das HV-Kabel herstellt, als an Electrical Steel. Weil dafür, glaube ich, braucht man keinen EBF, dafür braucht man einen EBF. Dann geht man halt hin und sagt, okay, ich baue jetzt halt das HV-Kabel und ich habe keinen Stress. Ich frage mich nur gerade, achso, beim HV war Silber das. Ne? Beim MV
habe ich hier auch das Kupferkabel. Na, aber da hat man jetzt auf 1 Ampere 2 EU Verlust. Da ist auch 2, 3, da ist sogar 3, 3, 2, 3, 2, 4. Was haben wir hier? Electrical Steel. Genau, das ist dann das 2, 1. Und das hier ist dann das 1, 1. Also Unrelated Copper Cable ist dann sozusagen euer Kabel des Vertrauens fürs MV. Wenn man das jetzt auf kleine Maschinen macht. Außer ihr sagt natürlich, nö, ich möchte jetzt da ein kleineres Kabel nehmen, zum Beispiel ein Zweier. Da habe ich jetzt nur vier Maschinen dran. Dann kann man sich auch das bauen, weil dann braucht man halt weniger Material. Ist klar. Genau, also wie gesagt, HV-Kabel funktioniert auch abwärts. Ja, genau, man sieht es gerade. Average Output 130 EU und ankommen tun jetzt nichts mehr. Ja, schön. Habe ich toll gemacht. Rechtzeitig darauf aufmerksam. Genau, ne? Also hier gehen 130 raus und hier kommen 125 an. 1, 2, 3, na, dann hat man es auch komplett den Verlust. Wie schaut es bei dir aus? Hier geht jetzt raus 33 EU. Nicht wundern, das habe ich mir auch am Anfang gedacht. Hä? Wieso gehen da mehr raus? Ja, aber hier kommen auch 32 EU an. Machen wir auch dasselbe Spiel hier nochmal. Hier gehen jetzt 260 EU raus, also 2 mal 130. Also wieder nicht wundern, man hat nur 128. Aber nochmal. 260. Genau, 240. Also das heißt, ich habe jetzt hier 20 EU Verlust auf die paar Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dafür habt ihr auch sozusagen hier ein bisschen Plus, weil diese Maschine ja diesen Plus braucht. Das heißt, 20 EU Verlust auf 10 Blöcke. Und hier wird es dann genauso sein. Zack. Also 516 EU raus. Und wenn da leere Batterie drin wäre, kommen hier 504 EU an. Ja, das sind es dann 18 EU Verlust. Was? Ich habe 18 gesagt. Ich hoffe nicht. 512, 12. Sechzehn, 12, 12 EU Verlust. Habe ich ein bisschen mehr Verlust. Warum auch immer. Das ist eine Kommazahl. Aber ja, ne, ihr versteht, was ich meine. Ja, und das heißt, das kann ich jetzt dann dahinter ziehen. Ja, jetzt machen wir noch schnell den einen Aufbau, was wir gerade gesagt haben. Also dahin. Wir können ja das bessere Kabel nehmen. Also nehmen wir das Blue Alloy. Plack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Jetzt stellen wir hier das Ding dahin. Dann packen wir hier eine schöne, brave, leere Batterie rein. Bin jetzt gespannt, ob da überhaupt was ankommt. Habe ich noch nie probiert. Noch nie auf die glorreiche Idee gekommen. Das kannst du halt nur machen. Aber der zieht ihn nicht mal leer. Oder habe ich den jetzt nicht angeschlossen? Eigentlich schon. Das wäre jetzt natürlich der Oberhammer, wenn jetzt dann das Blue-Alloy-Kabel das nicht macht. Okay. Super Vorführeffekt. Das heißt, ich brauche jetzt Cable Stern LV und da nehmen wir jetzt unser stinknormales. Nehmen wir das Soldering. So, und jetzt seht ihr gerade, ne? Ich ziehe das jetzt gerade am Boden entlang. Super, geht schön schnell. Hat man halt nur einen Nachteil, man muss die Kabel verbinden. Macht dann vielleicht Sinn, das dann so zu machen. Also immer schön aufs Kabel klicken. Irgendwann hat man es raus. So, schauen wir mal, wer jetzt Lust hat. Oder ob er gleich gar nichts macht. Dass er sagt, nö, mir zu weit weg. Das kann natürlich auch sein. Nö. Ich sehe den nicht. So, und wenn ich jetzt dich hierhin mache. Und da eine leere Batterie reinschmeiß. Okay. Kommt jetzt ein ganz großer Vorführeffekt oder gehst du gerade gar nicht? Ich habe keine Lust. Ja, merke ich. Das ist ein LV. Low Voltage Battery. Achso, das ist der 4-Slot, der da. Das ist der ganz normale. Ah. Sehr schön. Die Verbindung, das ist noch, das ist auch, das ist sehr gut, dass ich das jetzt gerade mache. Also den erkennt er gleich gar nicht. Der ist zu weit weg. Geht, kommt nichts an. So, aber ich habe den angeschlossen. Und danach habe ich den angeschlossen. Dann geht er nicht hin und sagt, okay, ich lade jetzt erst den da und danach lade ich den. Nein. Er lädt den da als erstes, weil der als erstes angeschlossen war. Das heißt, wenn ich jetzt den die Batterie klaue, fängt er normalerweise an, den da zu laden. Genau. So. Und was passiert jetzt, wenn ich die Batterie wieder reinmache? Na, wer rät's? Er lädt den wieder und lässt den in Ruhe. Also, immer merken, die Maschine, die ich als erstes an das Kabel anschließe, kriegt als erstes auch Strom. Danach kriegt der als zweites Strom.
wenn ich jetzt nicht komplett irgendeinen Schwank aus meiner Jugend erzähle und ich jetzt nochmal hier auch einen dran mache, ups, und eine Batterie reinschmeiß. Wir können es testen. Dafür habe ich hier eine Testwelt. So. Wir lassen jetzt hier die Batterie drin. Schätze mal, da hinten ist er einfach ausgegangen. Gehen wir wieder rein. So. Ja, das heißt, er lädt nicht den, er lädt nicht den. Er lädt. Er lädt. Gott, schweres Wort. So. Ah, okay. Gut zu wissen. Das heißt, er geht von hinten nach vorne. Gut. Also nicht 1, 2, 3, sondern wirklich als erstes kommt der, wo am weitesten weg ist, dran. Das ist ja auch witzig. So, das probieren wir natürlich nochmal. Aber nur in einer anderen Reihenfolge. Das wollen wir jetzt wissen. Das wollen wir wissen. Das ist wichtig. Sogar für mich. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier meine erste. Den haben wir als erstes angeschlossen. Dann habe ich hier meinen zweiten. Und hier meinen dritten. Jetzt gehen wir auch hin und sagen als erstes hier die Batterie rein. Er hat's gefunden und lädt. Dann hier die Batterie rein. Er hört auf und lädt den. Okay. Und wenn ich jetzt dann hier die Batterie reinpacke, hört er da hinten auf und lädt den. Richtig? Oder da interessiert ihn dann? Doch. Er ist nur extrem weit weg und hat zu viel Verlust. Da kommt fast gar nichts an. Was kommt denn an? 5 EU kommen an. Und hier? Hier kommen ja momentan 0 EU an. Das ist klar. Also hier kommen jetzt dann an 22 EU und hier würden ankommen 30 EU. Na, also wissen wir jetzt auch, er geht von der längsten Strecke auf die kürzeste. Also ist auch wieder gut für uns zu wissen. Das heißt, wenn man hier jetzt dann eine Bending-Maschine hat, die wo die ganze Zeit Strom braucht, und ich habe hier hinten einen Arc und ich habe hier ein Vierfach dran. Und dann aufpassen, dass der Arc, ne, dass da nicht noch eine zweite Maschine davor ist, die wohl auch noch Strom frisst, weil dann geht die Arc aus. Ne, weil die braucht, glaube ich, 32 EU oder 30 EU. Ne, und dann sind 2 Ampere hinfort, wenn da hinten was läuft. Und dann hat der Arc ein Problem. Genau. So, wenn ihr Fragen habt zum Strom oder ich was vergessen haben sollte, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Das wäre jetzt natürlich das Super-GAU, wenn jetzt dann meine, wenn jetzt dann meine Map doch weg wäre. Darum safen wir hier mal. Und gehen auf den Multiplayer. Jetzt gesehen, da hinten war das Springreiten. Wir stehen wo ganz anders. Und hier ist kein Springreiten. Genau. Also, wie gesagt, war die Testwelt. Weil da konnte man mehr erklären, als wenn ich jetzt hier den Aufbau gemacht hätte. Und vor allem, den hätte man nicht mal jetzt annähernd so hingekriegt. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, rein damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mir gefallen. Und dann
sehen und hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.